Moin Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Wir haben es geschafft hier. Der Bus ist fertig zum Season Opening. Ich kann mein Glück noch gar nicht fassen. Seit ein paar Tagen bin ich mit der Kiste wieder auf der Straße. Klar haben wir jetzt noch ein kurzes Vorstellungsvideo reingequetscht von der T3-Pritsche. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Wenn nicht, guckt gerne nochmal. Letzte Woche kam es online, ne? Aber ja, der Bus ist am Start. Das Ding läuft herrlich. Das ist jetzt hier aber auch nebensächlich. Wir wollen uns hauptsächlich kümmern um Season Opening und haben hier so ein paar Sachen vorzubereiten. Ihr wisst ja schon, aus dem letzten Video Feuerholz haben wir besorgt, ne? Jetzt haben wir noch eine kleine Aufgabe. Da vorne die Einfahrt, film mal dahinter. Sieht man das? Die Einfahrt ist nicht ganz so geil. Da wollen wir ein bisschen gucken, dass wir ein bisschen Holz ausgelegt kriegen, dass wir auch tiefere Autos begleiten. Also, dass sie hier eine Chance haben, auch schön raufzukommen. Ja, Leute, ansonsten haben wir uns das so ausgedacht. Ist dieser schöne Platz hier unser Objekt der Begierde? Da wollen wir morgen alles vollballern mit Autos. Ja, vielleicht nicht alles, aber da werden schon ein paar Autos stehen, befürchte ich. So, ne? Nebenan haben wir direkt die Skateanlage. Also, es wird multikulturell so, ne? Hier wird wahrscheinlich, wenn das Wetter mitspielt, hat vielleicht auch der eine oder andere sein Brett dabei. Wir werden es sehen, ne? Naja, das ist unsere Fläche. Und das absolute Highlight ist, na klar, hier, dass hier vorne das Piratennest ist. Und dieses Piratennest, das hat die Amazing Fries im Angebot. Da muss man auch wirklich sagen, das ist so eine wellblechartige Pommes. Die hat so eine geile Oberfläche. Die schmecken richtig gut. Ja, und hier dürfen wir so ein bisschen uns mit hinsetzen, Getränk trinken, na klar, eine Pommes essen. Guck mal, wir gehen mal hin. Kommt. Leute, ich muss hier einmal kurz unterbrechen. Ich habe eine Kleinigkeit anzukündigen. Wir haben was nochmal auf den Markt gebracht für euch. Und zwar gibt es ein neues T-Shirt. Hier jetzt mit diesem Hartmut Season Opening Logo drauf. Seht ihr das, was ich da sehe? Ist ein bisschen faltig, ich weiß. Vorne kommt das so auf der Brust. Links ein Kleinschriftzug. Hinten, wie gesagt, dieses große Backprint. Mir gefällt das ganz gut, muss ich ehrlich sagen. Das ist ab jetzt im Shop erhältlich. Und jeder kann ein Stück Teil dieses Hartmut Season Opening Treffens sein. Indem er sich einfach dieses Shirt bestellt. Und wir können davon dann bestimmt ganz viele tolle Ideen hier umsetzen und sowas, ne? Also Leute, wie gesagt, ich will euch nur einmal verkündet haben, dieses Shop im Shop erhältlich. Gönnt euch! Wir werden hier einfach so ein bisschen die Infrastruktur nutzen. Hier sind die Toilettenwegen zum Glück. Da können wir dann einfach raufgehen auch, ne? Deswegen gerne Harry einfach eine kleine Spende da rein in die Box, so, ne? Wie gesagt, Alter, die bleibt auch über Nacht auf für die Leute, die aus Versehen über Nacht bleiben müssen. Der Junge hat hier gestern noch ein kleines Partyzelt aufgestellt. Also falls es schlechtes Wetter gibt oder so, haben wir auch die Möglichkeit, uns zu verkrümeln. Dann gehen wir hier mal weiter lang, ne? Und ja, das ist hier seine Hütte quasi, wo er halt diese tollen Amazing Fries mit Currywurst zubereitet. Ganz leckeres Flens zapft er. Gibt auch eine Fritz-Cola, ne? Die Leute sollen auf jeden Fall bedient werden. Hier vorne ist so ein bisschen, ja, Biergarten, will ich fast sagen. Ein paar Sitzplätze und sowas. Und guckt euch die Aussicht an, ne? Wir sind hier direkt an der Förde, direkt am Wasser. Der Platz ist richtig, richtig geil. Harry meinte auch, wir können abends gerne seine Feuerschale nutzen. Ich weiß gar nicht, wo er die stehen hat. Müssen wir jetzt nochmal gucken. Werden wir schon finden, ja. Aber das ist jetzt hier auf jeden Fall unser Location fürs morgige Season Opening. Ja, Leute, wir werden jetzt noch ein bisschen was einkaufen. So ein paar Toilettenpapier und so. Das müssen wir ja jetzt hier nicht alles von Harry nutzen, so, weißt du? Werden so ein paar Sachen besorgen noch, ne? Und dann geht das hier auch gleich schon los. Also, ich würde sagen, wir sehen uns morgen früh wieder. Phil, meinst du? Yep. Sauber. Also, bis morgen früh, Leute. Und dann drückt uns die Daumen, dass das Wetter mitspielt, ne? Guten Morgen. Ich hab gehört, hier ist das Season Opening heute. Ich glaube ja. Komme ich hier rauf auch mit Wassergekühlten oder? Nee. Nee, okay. Wie ist das hier mit der Auffahrt? Schaffe ich das gut oder? Also ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe Bretter gelegt. Alles klar, also ist hier schon optimiert. Ja Leute, dann wollen wir mal zusehen, dass wir alles vorbereiten. Ein paar Schilder aufhängen und so Scheiß, ne? Oder? Ja. Leute, Malte ist jetzt auch da. Philipp ist ausgestattet hier, hat die Schilder. Wir wollen aufhängen. Phil macht hier den Türsteher, wie bekannt schon aus letztem Jahr. Wir setzen auf den Kübel jetzt und hängen erstmal ein paar Schilder auf, ne? Komm, Philipp, aufsetzen. Warte mal, wo kommt man denn hier rauf? Da kommt man nach vorne, so ist es nicht, ne?
Leute, da bin ich ja schon wieder. Und ich muss euch sagen, dieses scheiß Mikrofon war wieder nicht eingeschaltet. Was soll's denn? Egal, wir hatten hier einen richtig tollen Samstag. Das Wetter war auf unserer Seite, die Sonne hat gescheint. Der ganze Platz war voll. Einmal im Rondell die Autos aufgestellt, eins neben dem anderen. Das war total klasse. Ja, ich bin echt richtig dankbar für jeden, der da war und will mich da auch nochmal ganz, ganz herzlich bedanken. Nächstes Jahr können wir sowas bestimmt hier wieder machen. Das lief alles so reibungslos ab da. Da hatten auch echt alle ihren Spaß, ne? Ja, außerdem kam der Bus hier richtig geil an. Ihr wart alle so happy mit mir, dass Karre es jetzt hierhin geschafft hat und sowas. Also, das war echt richtig schön. Die Skateanlage hier, die wurde auch richtig besucht von normalen Brettfahrern. Also, kulturell war das eine schöne Mischung. Alle sind total gut miteinander umgegangen und kamen durch so, ne? Harry hier am Piratennest, der hat auch den Laden am Brennen gehabt, behaupte ich. Da sind ein paar Würste über den Tisch gegangen. Der hat sich auch gefreut, das lief alles total schier ab. Wir konnten uns dann hier vorne eine kleine Feuerschale von ihm nehmen und haben uns hier auf diesem Platz ein bisschen breit gemacht. Abends noch ein bisschen das Feuer angeschmissen. Holz ist noch gut übrig geblieben. Ja, wir haben jetzt also den ganzen Platz hier alles final schön aufgeräumt noch und werden jetzt die Pritsche greifen, die wieder zur Halle zurückbringen und machen hier auch langsam Feierabend. Ich werde jetzt gleich nochmal eine kleine Szene filmen und mich nochmal richtig verabschieden, weil, Leute, das ist es ja so nicht hier mit dem Gequatsche, dass wir uns noch einmal richtig gesehen haben. Und dann sage ich aber auch Tschüss, ne? Moin Leute, so, jetzt sind wir soweit. Ich glaube, hier in dem Raum heilt das ein bisschen. Ich muss meine Stimme runterfahren. Ich wollte mich nochmal offiziell verabschieden. Mich bedanken, dass ihr hier alle so zahlreich eingeschaltet habt. Mich bedanken für alle die, die dieses Season Opening besucht haben. Das war wirklich grandios. Ich hoffe, wir hatten alle eine tolle Zeit. Ich hoffe, ihr hattet eine tolle Zeit und kommt auch wieder, wenn es nächstes Jahr wieder das 2. April-Wochenende heißt. Wir feiern ein bisschen den Saisonstart, ne? Außerdem würde ich euch noch kurz auf den Weg geben, dass es jetzt gerade frisch eine Tasse im Shop gibt. Leider kann ich sie euch noch nicht zeigen, weil ich kein Muster habe, deswegen auch noch ohne Bilder. Aber da wird ganz klassisch dieses Logo sein von dem Aufkleber, den es auf die Autos gab. Und wir haben nämlich auch noch genau 50 Aufkleber über. Deswegen gibt es ganz streng limitiert diese 50 Tassen. Und zu den Tassen gibt es welche von diesen Aufklebern, die kommen auch nicht mehr neu, kommen nicht mehr nach. Und das war's danach mit Tassen. Leute, dann will ich euch noch sagen, außerdem haben wir uns überlegt, machen wir hier so ein Shirt noch klar, in so einem schönen dunklen Grau. Hier vorne links auf der Brust ein kleiner Schriftzug. Auf dem Rücken auch wieder unser diesjähriges kleines Treffen-Logo hier, ne? Also für alle, die gerne dabei gewesen wären, ist das na klar die Möglichkeit, jetzt hier den Einstieg zu finden und zu sagen, jetzt bin ich ein Teil davon. Oder die Leute, die da waren und gerne so ein T-Shirt hätten, können sich das auch bestellen. Oder jeder andere auch, ne? Also das T-Shirt könnt ihr alle mit Würde tragen und unterstützt na klar diesen ganzen Scheiß hier. Auf jeden Fall unterstützt ihr damit echt ungemein und ich will auch schon mal jetzt Danke sagen für jeden, der sowas bestellen wird. Ne? Ich laber jetzt gar nicht weiter. Wir klinken den Abend noch ein bisschen aus. Ich freue mich auf nächste Woche Montag, wenn es heißt, wir fahren zum Maikäfer-Treffen. Wir fahren da noch nicht genau los, aber wir haben noch ein bisschen Vorbereitung. Video ist da schon, ihr wisst Bescheid. Jeden Montag 16 Uhr einschalten. Ich sag jetzt Tschüss. Es wird hier langatmig schon wieder. Leute, bis nächste Woche. Haut rein.